Ja, abschließend wollen wir uns ganz kurz noch eine Implementierung des Schießverfahrens und der Diskretisierung anschauen. Mein Rechner hat ungefähr 100 Grad, ist also nicht ganz klar, ob Sie das hier wirklich sehen können, aber ich stelle Ihnen wie üblich alles als PDF und als Python zur Verfügung und Sie können es genauso gut dort nachschauen, deshalb werde ich das hier in aller Kürze einmal durchgehen. Okay, zunächst mal unser Modellproblem ist U2' von t gleich minus f von t. Das ist die Formulierung, die wir benutzt haben für die Schießverfahren. Für die Diskretisierungsverfahren haben wir benutzt minus U2' von t gleich f von t. Und nochmal, ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, warum man das Minuszeichen hier auf die linke Seite schreibt. Dadurch ist die Diskretisierungsmatrix LH positiv semidefinit, und das ist was, womit wir eher umgehen können als mit negativ semidefinit. Das ist nämlich das, was wäre, wenn wir das Minuszeichen hier vorne wegmachen würden. Also das ist der Grund, warum wir das hier, das Minuszeichen, da reinschreiben und tatsächlich das Verfahren, das Matrixverfahren in dieser Form betrachten. Okay, wir setzen f von t gleich t Quadrat mal t Quadrat minus 1. Das erfüllt die Dirichlet-Randbedingungen U von 0 gleich U von 1 gleich 0. Man kann sofort die analytische Lösung angeben. Ich habe das hier getan. Und wir können sie aber auch mit Hilfe des Schießverfahrens berechnen. Und dazu verwandeln wir zunächst mal diese Gleichung zweiter Ordnung in dem üblichen Weg in ein Gleichungssystem erster Ordnung. Ich habe das hier getan, ich mache das nicht nochmal hier extra, weil wir es jetzt wirklich schon häufig genug gemacht haben. Das heißt, wir haben y' gleich groß f von t, y und ja, und dafür habe ich hier nochmal das Euler-Verfahren definiert für dieses System aus zwei Differentialgleichungen. Und ich habe die wahre Lösung einmal hier definiert. Das ist genau die, die ich da oben ausgerechnet habe. Okay, ich setze mal n gleich 64 und plotte hier einfach mal die Lösung auf einem Gitter mit der Schrittweite n gleich 1/64. Und dann sehen Sie, naja, da kommt eine Funktion raus, die erstmal natürlich die Randbedingung erfüllt. Das heißt also, auf dem linken Rand und auf dem rechten Rand hat das den Wert 0. Ich glaube, das habe ich da gar nicht. Doch, Dirichlet-Randbedingung U von 0 gleich U von 1 gleich 0 haben wir gefordert und wir sehen, diese Gleichung erfüllt, diese Funktion, die wir hier haben, erfüllt zunächst mal natürlich die Randbedingungen und tatsächlich erfüllt sie auch die Differentialgleichung. Das heißt, es ist die Lösung des Randwertproblems. Okay, wir suchen jetzt eine Lösung dieses Randwertproblems mit Hilfe des Schießverfahrens. Und wie geht das? Naja, wir haben das Euler-Verfahren für diese Gleichung definiert. Dazu brauchen wir nur die Anfangsbedingungen für die Funktion selbst und für die erste Ableitung. Für die Funktion selbst haben wir das. Wir wissen, die startet bei 0. Die Ableitung haben wir nicht. Also geben wir einfach irgendetwas für die Ableitung vor, zum Beispiel auch für die Ableitung 0. Okay, und dann können wir mit Hilfe von Euler eine Approximation berechnen. Und wir sehen aber, dass was da rauskommt, erfüllt offensichtlich nicht die Randwertaufgabe, denn an der Stelle 1 kommt nicht 0 raus, sondern 0,05. Also ist unser Anfangswert für die Ableitung, die wir hier vorne angegeben haben, nämlich einfach 0, ist aber falsch gewesen. Okay, was wäre das Erste, was einem einfällt? Naja, versuchen wir doch mal mehrere Werte. Ja? Also versuchen wir doch mal diesen Anfangswert hier vorne für die Ableitung, den habe ich mal Phi genannt, mal zu wählen zwischen minus 0,08, 0 und 0,08. Und dann kommen drei verschiedene Lösungen raus. Erstmal für 0, das ist die Lösung, die wir gerade schon gesehen haben. Für 0,08, ja, das ist erst recht keine Lösung des Randwertproblems. Ja, da sind wir hier vorne noch weiter oben. Ja, und das Grüne hier, das sieht gar nicht so schlecht aus. Da haben wir für die Ableitung minus 0,08 angegeben und zumindest zeichnerisch kommt hier tatsächlich schon was raus, was gar nicht so schlecht aussieht. Wahrscheinlich, wenn wir das ein bisschen größer machen würden, dann kämen wir wahrscheinlich hier vorne bei der 0 raus. Mit anderen Worten, wir suchen einen Wert für die Ableitung, bei dem wir hier vorne am rechten Rand den Wert 0 rausbekommen. Naja, und da ist natürlich die naheliegende Idee, und das haben wir in der Vorlesung besprochen, dann versuchen wir doch mit dem Newton-Verfahren so einen Wert zu finden. Und genau das habe ich hier getan. Ich habe eine Funktion g von z definiert, die hier vorne den Anfangswert für die Ableitung vorgibt, den Anfangswert u' von 0
gleich z. Und ich versuche, den Wert z hier vorne so zu wählen, dass hier vorne an dieser Stelle 0 rauskommt. Das heißt also, das g von z ist einfach die diskrete Näherung des Gleichungssystems hier vorne an der Stelle 1. Ja, ich möchte, dass das Ganze 0 wird hier vorne. Das heißt, ich suche eine Nullstelle von g, sodass g von z gleich 0 ist. Und dann habe ich das richtige Phi, dann habe ich die richtige Ableitung gefunden. Ich habe mich hier nicht sehr angestrengt und habe einfach das von Python vordefinierte Newton-Verfahren genommen und habe gesagt, suche eine Nullstelle von g mit dem Anfangswert 0. Und Python hat mir sofort geliefert hier die Näherung minus 0,0048 irgendwas. Das heißt also, wenn ich vorne die Ableitung gleich minus 0,048 ungefähr setze, dann kommt hier vorne auf der rechten Seite tatsächlich 0 raus, das heißt der richtige Randwert, und ich habe eine Lösung des Randwertproblems gefunden. Die zugehörige geplottete Lösung ist einmal hier das Orangene, ist die analytische Lösung. Das Blaue ist die diskrete Lösung, die ich mit dieser Methode bekommen habe. Und Sie sehen tatsächlich, naja, die stimmen einigermaßen überein. Es ist aber auch deutlich, ich habe das n, glaube ich, hier tatsächlich gleich 64 und die Näherung, die ich hier bekomme, ist nicht so wahnsinnig gut. Ja, und das ist ein Problem dieser Schießverfahren. Die Ergebnisse, die man am Ende erzielen kann, sind nicht wahnsinnig gut. Man muss relativ viel arbeiten, man muss das n relativ groß wählen, beziehungsweise das h relativ klein wählen. Und das bedeutet, ja, ich muss eben deutlich mehr arbeiten, als wir vielleicht erwarten würden. Als Alternative haben wir uns die Diskretisierung angeschaut und alles, was man da tun musste, war ein Gleichungssystem zu lösen. Und die Matrix dieses Gleichungssystems war 1 durch h² mal eine Matrix mit 2 auf der Hauptdiagonalen und minus 1 auf den Nebendiagonalen. Diese Matrix erzeuge ich hier, eine Matrix in der Größe n minus 1 kreuz n minus 1. Genau wie in der Vorlesung habe ich den ersten und letzten Wert aus unserer Diskretisierung hier vorne rausgenommen, weil wir sowieso wissen, dass die 0 sind. Und und dann habe ich die Matrix hier vorne aufgestellt. Dann brauchen wir noch eine rechte Seite. Die rechte Seite ist laut Vorlesung einfach die Auswertung unserer Funktion f an den Stützstellen. Das habe ich hier vorne nochmal stehen. Ja, und diese Funktion, die liefert mir also die Matrix, die rechte Seite dieses Gleichungssystems und nochmal die Diskretisierung. Zunächst mal haben wir gesagt, wir haben nur eine Chance, dass das Ganze konvergiert, wenn wirklich die Norm von LH hoch minus 1 beschränkt ist. Wir haben das gezeigt, sowohl für die Unendlich-Norm als auch für die 2-Norm. Und wir testen das hier einfach mal für die Unendlich-Norm. Das heißt, ich lasse mir das zugehörige Gleichungssystem hier vorne berechnen. Und ich erzeuge die Inverse von LH, das ist also LH hoch minus 1, und schaue mir die Unendlich-Norm dieser Matrix an, und was da rauskommt, ist praktisch 0,125 unabhängig von h, also für h gleich 64, für h gleich 1/64, 1/128 und 1/256 kommt immer so ungefähr 0,125, also ein Achtel raus. Das hier vorne sind tatsächlich Rechenfehler, es sollte tatsächlich immer kleiner als ein Achtel sein. Okay, das heißt also tatsächlich erstmal, diese Norm ist beschränkt und sie ist sogar beschränkt durch ein Achtel. In der Vorlesung hatten wir gezeigt, es ist beschränkt durch ein Viertel. Das liegt hier nochmal an der besonderen Struktur dieses Gleichungssystems, und in meinem Skript zur numerischen Analysis können Sie nachlesen, warum das so ist. Es spielt für uns aber hier überhaupt keine Rolle. Wichtig ist, dass es beschränkt ist, und definitiv auch numerisch ist es beschränkt. Wir haben auch für die 2-Norm gezeigt, dass es beschränkt ist. Da hatten wir als Grenze, glaube ich, ein Viertel angegeben. Und wir sehen, naja, erstmal auch die 2-Norm ist tatsächlich beschränkt. Also wieder für h gleich 1/64, 1/128 und 1/256. Und praktisch unabhängig von dem h bekommen wir immer sowas raus wie 0,1013. Und insbesondere sehen wir hier tatsächlich auch, erstmal, es ist beschränkt, und auch hier war die Abschätzung ein bisschen zu konservativ. 0,25 hatten wir als Abschätzung angegeben. Tatsächlich ist es noch viel kleiner, nämlich hier etwa in der Größenordnung 0,102, 101.
Okay, aber in jedem Fall auch hier die euklidische Norm, also die 2-Norm dieser Matrix ist beschränkt und genau das hatten wir auch bereits in der Vorlesung gezeigt. Das ist also nur noch eine Bestätigung dessen, was wir gezeigt haben. Wie bekommen wir nun unsere numerische Lösung? Einfach durch Lösung des Gleichungssystems LH mal UH gleich FH. Das heißt also, ich kann mein UH ausrechnen als die Lösung dieses Gleichungssystems. Dafür benutze ich natürlich wieder Python oder NumPy in diesem Fall. Und ja, aus Gründen der Schönheit mache ich mal vorne noch diese 0, vorne und hinten die 0 dran, die wir eigentlich weggelassen hatten. Und plotte die Lösung, die wir auf diese Weise bekommen. Und das Blaue hier ist die diskrete Lösung. Und die, Sie sehen, ich habe schon extra ein Achtel, H gleich ein Achtel gewählt, also nur 8 Diskretisierungspunkte, weil sonst praktisch diese beiden Lösungen absolut übereinstimmen und absolut aufeinander liegen. Und ja, das bedeutet, ich bekomme hier mit einer relativ groben Diskretisierung, wie Sie aber hier auch schon sehen, eine sehr gute Approximation unserer analytischen Lösung. Und ja, und das heißt also, im Grunde habe ich beim zweiten Verfahren muss ich zwar ein Gleichungssystem lösen, das musste ich beim ersten Verfahren nicht, aber dafür komme ich mit einer wesentlich gröberen Diskretisierung durch und ich muss nicht noch zusätzliche Newton-Verfahren oder sowas aufstellen. Das heißt also, in diesem konkreten Fall wäre wahrscheinlich das zweite Verfahren effizienter gewesen. Okay, und jetzt im Nachhinein nochmal ganz kurz der Hinweis. Diese Verfahren sind machbar. Ja, man sieht hier, wir bekommen unter Umständen eine vernünftige Lösung raus, aber sie sind sehr schwer zu analysieren, dass wir in diesem Fall analytisch zeigen konnten, dass das LH hoch minus 1 tatsächlich beschränkt ist. War wirklich ein absoluter Glücksfall und war auch ein Zufall. Und deshalb müssen wir uns für so allgemeine Differentialgleichungen zweiter Ordnung eigentlich was Besseres einfallen lassen. Und das machen wir in der kommenden Vorlesung.